So, eben noch am Weihnachtsbaum, jetzt schon an dieser jungen, sympathischen Frau, die Lichterkette. Sie will einfach weggehen. Hallo, guten Tag. Hi, ist das vom Weihnachtsbaum direkt ab und dann hier dran, oder? Ja, ja. Und der Weihnachtsbaum steht jetzt... Moment, hier, Sie leuchten nachts immer so? Na, aber sowas. Dann, nicht, dass die Flugzeuge dann noch bei Ihnen landen, ne? Das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum, wieder. Was erwartet ihr vom ersten Nachtumzug? Überraschung, keine Ahnung. Ja. Mal völlig was anderes, wird bestimmt traumhaft schön. Genau, wen habt ihr hier mit? Das ist doch die Nienburger Krähe, oder? Genau. Genau, was erwartet die vom Nachtumzug? Hätte ich auch gesagt. Was sich hier hinter mir nähert, das ist ein gewagtes Experiment der Nienburger Narren. Der erste Nachtumzug in Nienburg. Es ist jetzt ungefähr 17:30 Uhr, also noch nicht ganz Nacht, aber schon dunkel. Temperaturen unter Null. Und ich konnte mich vorhin schon umgucken. Es wurde sich ganz viel geschmückt mit Licht. Sonst würde man die Karnevalisten heute gar nicht sehen. Und das zeigen wir euch jetzt, was hier alles passiert. Los geht es. An der Spitze natürlich die Narren aus Nienburg. Das sind sie hier von der Saale. 45 Jahre ist der Geburtstag in diesem Jahr des Vereins. Und da auch der Nachtumzug. Eines der Highlights, einer der Höhepunkte. Und wenn ihr dachtet, ich sehe schon peinlich aus, dann guckt euch mal den Uwe Gerstner an. Hallo Uwe! Ich grüße euch, strahlender Sonnenschein, ja. 36 Grad hier in Nienburg, besser kann es gar nicht sein. Ebenfalls minus 6 im Auto. Friert ihr nicht alle wie Bock? Nein, Karnevalisten frieren nicht. Ja, denen ist vielleicht ein bisschen schummerig, aber wir können tanzen, wir können schunkeln und da ist uns nicht kalt, auf keinen Fall. Wir sind kurz davor, der erste Nachtumzug startet. Was fühlst du jetzt? Ich bin natürlich tierisch aufgeregt. Die anderen Vereine machen das schon viel länger. Wir machen es das erste Mal. Nicht motorisiert, haben wir bewusst gemacht. Ganz viele Fußgruppen, ihr seht es ja hier schon, zwei Kapellen dabei. Und wir drücken die Daumen, dass nicht nur wir Spaß haben, sondern auch die Zuschauer am Rand. Das ist ja ganz wichtig. Aber das bisschen Gefunzel hier an deiner Nannenkappe ist doch nicht alles, oder? Na, die andere Beleuchtung kann ich jetzt noch nicht zeigen. Weiter geht's mit Musik, begleitet von der Feuerwehr. An uns vorbei. Jetzt hier leuchten die Hellebarden. Da haben sie sich durchaus ins Zeug gelegt und die ein oder andere Lichterkette verarbeitet. Wenn man hier reinguckt in den Zug, es sieht tatsächlich aus wie ein Lichtermeer, wie man sich das sonst so eher zur Weihnachtszeit vorstellt. Genau, das war ein Nienburg-Kra-Kra. Das ist hier der Schlachtruf. Nienburg-Kra-Kra. Und das deutet auf die Krähen hin, die man mit Nienburg in Verbindung bringt und die ja bekannterweise Kra-Kra machen. Tag Mädels, sagt mal, zwei Fragen. Ich sehe es schon. Hier ist das schon gelöst. Das Licht ist schon angebracht für den Nachtumzug. Ne? Kann ich mal hier die? Perfekt. Aber wie haltet ihr euch die Hände warm? Ja, ab und zu mal in den Spielpausen immer mal in die Tasche stecken oder mal anhauchen. Ja. Ja, und den Rest frieren. Ihr seid für die Percussion zuständig. Habt ihr auch das Problem mit den zugefrorenen Händen oder geht's bei euch? Naja, wir können keine Handschuhe anziehen, weil sonst Stecker wegrutschen, aber wir hoffen auf was Warmes. Sie sind ja auch bloß schon etwas angeblaut, die Hände. Ja. Guckt mal, hier ist schon ganz blau. Ach, und er auch. Naja, friert schön, ne? Hier blinkert es und leuchtet es, was das Zeug hält. Und hier haben wir Kinder jedes Alters, die an uns vorbeilaufen. Und ich vermute mal, dass das auch die Tänzerinnen des Vereins sind. Seine Tollität Prinz Ron der Erste und ihre Lieblichkeit Prinzessin Jenny die Erste. Das offizielle Prinzenpaar von Nienburg. Was erwartet ihr vom Nachtumzug? Viel Spaß und viele Leute, die uns zusehen. Wie muss der deiner Meinung nach sein? Also hell, also dass wir alle leuchten, dass wir auch erkennbar sind im Dunkeln. Mal, wir lassen uns überraschen, ist ja eine Premiere für uns heute. Und du leuchtest aber auch noch? Ja, ich leuchte auch noch, ich hab's bloß noch nicht an. Also, mach mal kurz. Warte. Ja. Das ist ja heute alles praktisch hier mit den LEDs und Co. Ja, das ist schon was Geiles, also was Tolles. Ja. Schön. Und da leuchtet das Prinzenpaar wie die Sterne. Genau, so ein bisschen, ja. Genau. Habt ihr Kursfreiheit schon eröffnet? Ja. Natürlich. Könnt ihr nochmal für die Zuschauer? Na klar, hiermit eröffnen wir die Kursfreiheit. Nienburg, Kra-Kra. Da haben wir nochmal das Prinzenpaar.
die uns hier im Umzug begleiten. Und da ist die ein oder andere Lichterkette heute recycelt, wieder zu sehen, bevor sie in die große Kiste kommt und erst im Dezember wieder ausgepackt wird. Ihr bereitet euch gerade auf den Nachtumzug vor. Ja. Was würde für dich so ein richtig, kommt ein bisschen mit ran, keine Angst hier. Was würde für euch so einen richtig perfekten Nachtumzug ausmachen, wenn ihr... Es nicht so kalt ist. Ja, ja, das kann ich jetzt aber nicht mehr ändern. Ja. Klare Nacht. Alkohol. Hat noch jemand Probleme mit der Temperatur? Ja. Ja? Wieso? Weil es arschkalt ist. Was habt ihr euch vorgestellt? In einer Nacht im Februar, 30 Grad? Es ist Januar. Oh! Ja? Nein. Ja, und dann auf die anderen zeigen. Erst den Moderator zerstören und dann sollen es die anderen retten hier. Fahren wir die Jungs hier hinten? Ist euch auch kalt? Ein bisschen schon, ja. Wie wärmt ihr euch? Mit Alkohol. Ach gut, wie sonst, oder? Du auch? Von innen aufwärmen, ja. Von innen aufwärmen. Wir freuen uns, das wird gut heute. Wir freuen uns, schauen wir mal, was schauen wird. Schauen wir mal, was wird, genau. Kann da auch hinrennen. Ein buntes Durcheinander der Narren. Und hier im Handwagen, da ist das Nötigste dabei. Das sind also gerade die Akrobaten gewesen, eine der Besonderheiten hier des Vereins. Ganz, ganz große Hochachtung vor euch mit freien Beinen bei den Temperaturen. Wie bleibt ihr warm? Einfach bewegen und tanzen. Okay, dann bitte einmal ein Rad. Ja, natürlich. Wir wollen ein Warmhalterad sehen. Achtung. Und jetzt hier. Ja, da wird die Kappe noch abgegeben. Und hey. Perfekt. Applaus. Okay, jetzt bitte nochmal im Spagat landen. Sofort wieder aufspringen in den Handstand. Doppelter Salto rückwärts und Flickflack. Auf gar keinen Fall. Ich wünsche euch viel Spaß und haltet euch schön warm. Ein wunderschönes Bild hier. Die Lichter an den Gewändern, die dann noch geschwungen werden. Das Traurige ist, aber vielleicht kann ich mir hier mal eine schnappen. Weißt du, was das Traurige heute ist? Dass man in diesem Umzug eure Schönheit gar nicht so sieht. Ach, danke schön. Das ist wirklich... Ja, ihr seid natürlich auch im Dunkeln schön, aber man sieht euch nicht so, als wenn Tag ist. Und einmal schmetterlingshaft bitte hier an uns vorbei, die Damen. Und danach... Ich höre sie schon bis hier, die Guggemusik. Schön farbenfroh, das kann man hier machen. Und da ist auch der Nienburger Rabe, guckt mal. Der macht bestimmt... Krakra! Krakra, da war er wieder, der Schlachtruf. Und hier ist er, der Krakra. Krakra! Nienburg, Krakra! Da haben wir es sogar gehört. Es blinkt, es blitzt. Und die Stargäste des heutigen Umzugs, sie haben definitiv die längste Anreise, fallen nicht über die Lyra. Mahlzeit euch hier. Hallo. Ihr kommt vom Bodensee da unten fast, ne? Genau, ja. Genau. Jetzt ganz dumme Frage. Wie haltet ihr euch warm heute? Weil ich kann mir vorstellen, dass das auch beim Spielen etc. unheimlich schwer wird. Mit Uhr kostet es. Gutem Bier von hier. Mit gutem Bier von hier, weil bei euch gibt es ja kein gutes Bier. Das ist falsch. Bei Wieso? Uns gibt es auch sehr gutes Bier, aber wenn wir bei euch sind, dann trinken wir sehr gerne das Urkrostritzer. Oh, das hören wir doch gerne. Genau. Mal ganz kurz hier zum Blasinstrument. Bei Temperaturen friert ja Wasser und ihr spuckt ja da auch rein, um es jetzt mal so ganz deutlich zu sagen. Friert das nicht fest? Doch, tatsächlich hatten wir vorhin schon den ersten Fall. Da muss man mal kurz reinpusten, so ein bisschen anwärmen und dann geht's auch wieder. Das heißt, nie aufhören spielen, dann wird's... Also ihr müsst die ganze Zeit durchspielen? Sozusagen, ja, genau. Sonst frieren wir ein. Okay, jetzt komme ich noch... Was spielst du hier? Du spielst? Schlagzeug. Schlagzeug. Du, das geht ja mit der Temperatur, oder? Da bleibt man ja warm. Ja, kann man Handschuhe anziehen, dann bleiben die Hände schon warm. Hast du den besten Job ausgesucht heute? Ja, auf jeden Fall. Was ist dein Lieblingslied hier? Wo wir spielen. Ja. Auf jeden Fall der Helele. Okay. Was würde für dich, ist das dein erster Nachtumzug? Nee, wir haben bei uns unten in Süddeutschland aber ab und zu auch schon Nachtumzug gespielt. Dann bist du der perfekte Ansprechpartner. Was würde für dich oder was macht für dich so einen perfekten Nachtumzug aus? Wie muss der sein? Dass auch viele Leute so leuchtende Gewänder anhaben. Das macht viel her und das macht auch viel aus.
Temperatur ist okay heute? Ja, das gehört dazu, ist halt im Winter. Ne? Aus Jestetten, die Guggemusik. Sie haben aus dem Süden Deutschland eine weitere Tradition mitgebracht. Wahnsinnig schöne Masken. Was hat der denn jetzt an die Kamera geschmiert? Mein Gott. Ihr seid ja nicht zu überhören, wenn ihr hier lauft. Mahlzeit, grüß dich. Stimmt, grüß dich. Hallo. Sag mal, hast du schon mal versucht, dich in diesem Outfit... Beweg dich mal kurz, bitte. Ich hätte eine Challenge für euch. Okay, ja. Ihr müsst, wenn eure Frau, eure Freundin, euer Partner, wer auch immer schon schläft, euch zu Hause reinschleichen... Ja. Ohne, dass der euch hört. Keine Chance. Vergiss es. Die hören uns schon 200 Meter, bevor wir zu Hause sind. Das ist der Wahnsinn. Also, undercover geht bei uns gar nicht. Das geht nicht. Mit dem Lärm jedes Mal. Ja, muss so sein. Aber ihr habt auch noch Masken dabei, ne? Hat das irgendeine traditionelle Bedeutung oder ist das just for fun? Also es ist einfach so bei uns, wir kommen aus Süddeutschland, aus Jestetten an der Schweizer Grenze. Und bei uns ist einfach die alemannische Fasnacht. Bei uns ist eher so das Tragen von Holzmasken. Wir repräsentieren die Teufelsgilde Jestetten. Die Teufel sind wir. Und das sind, wir tragen die halt, das sind handgeschnitzte Masken. Und das kriegt jeder Mitglied von der Teufel muss sich so eine Maske verdienen. Und ja. Und die kostet bestimmt nicht bloß 3,50, ne? Nee, ein bisschen mehr. Also knapp ein Tausender kann man da schon rechnen für so eine Maske. Dann sind auch alles individuelle Masken, also jeder Einzelne von uns hat eine andere Maske. Und ja, ist unser ganzer Stolz, die Maske. Dann wünsche ich euch frohes Rumteufeln. Vielen, vielen Dank. Gleichfalls. Bis später. Horig ist die Katz. Und natürlich, der Musikwagen darf nicht fehlen. Mit der fast übersteuerten Box. Ohne den geht kaum ein Karnevalsumzug. Ja. Mahlzeit. Kriege ich was ab? Na, natürlich. Nein, alles gut. Ich muss noch heute arbeiten. Dann darf ich das nicht. Das ist kein Problem. Party! Erst wenn die Kamera nicht guckt, dann kriege ich was. Popschalam! Okay. Und eine Tanzgruppe, eine Garde. Muss mal ganz kurz rein. Wo kommt ihr her? Aus Plötzkau. Aus Plötzkau. Ich meine, das Schöne ist, wenn man bei einem Umzug ist, wo Licht ist, ja, da kann man das immer irgendwo lesen. Heute ist es schwer, weißt du? Ach so, ja. Wollt ihr noch mal einen Rat machen? Nein, hat man alles gut. So. Da sind sie, Plötzkau, die Gäste. Auch dort wird Karneval gefeiert und natürlich haben sie Konfetti mit. Oh, ihr Schlachtruf. FCC ist auch am Start. FCC, Hajoe, ihr Schlachtruf. Und jetzt wird es rot. Ich habe es gerade schon gesagt, sonst kann man das immer irgendwo ablösen. Horido, pack die Sau am Schwanze. Den Schlachtruf habe ich schon mal gehört. Schakschet, dankeschön, genau. Fast. Ich muss mal irgendwann wieder so ein Schlachtrufe-Quiz machen. Und davor hatten wir zum Beispiel auch die Namen aus Felgeleben. Also, man trifft sich in Nienburg beim ersten Nachtumzug. Und man hat sich ganz schön was einfallen lassen von den Kostümen her. Nienburger Wasserturm kommt jetzt... Hallo, guck mal, da ist der Wasserturm auch zu sehen. Der Wasserturmverein, genau. Was macht ihr im Wasserturm? Im Wasserturm? Machen wir Wasserturmverein. Ja, macht Wasserturmverein. Und hier ist er ja auch, der Wasserturm. Es ist halt... Wir stehen genau vor dem Wasserturm, genau zum Umzug. Wir sind der Nienburger Wasserturmverein. Wer spricht jetzt, du oder er? Ich spreche. Wir kümmern uns um Schutz und Erhalt unseres Wahrzeichens der Stadt und wollen natürlich in den nächsten Jahren in Zukunft hier einige Umbauten vornehmen, dass der Wasserturm wieder zum dem Wahrzeichen wird, welches es ist. Dann wichtige Aufgabe. Genau. Viel Spaß weiter hier im Nachtumzug. Danke. So, und es blitzt hier hinten weiter. Die Grundschule Nienburg nähert sich. Auch da darf die Krähe natürlich nicht fehlen auf dem Logo. Bei der Grundschule... Einige hier, da würde ich aber fast vermuten, die sind schon eine Weile raus aus der Grundschule oder arbeiten da jetzt da.
Ihr seid der Heimatverein der Feuerwehr Neugattersleben. Grüßt euch, Mahlzeit. Steckt uns hier ja nichts im Brand, aber mit Fackeln, das sieht auch immer schön aus. Und hier haben wir... Oh, ich kriege was geschenkt. Da, womit habe ich das verdient? Nur für die Nettesten. Nur für die Nettesten. Und ja. Ich habe es bekommen. Besten Dank. Ach, da habe ich jetzt den ganzen Abend wieder was von. Feuerwehr Lattdorf hatten wir hier gerade noch. Und auch hier auf dem Rad kommen sie an mit der Feuerwehr. Und das ist ja auch wunderschön hier mit den Schirmen. Das sieht man auch selten. Hallo, schützt das auch vor Regen zur Not? Ich gehe stark davon aus. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Von wo seid ihr? Von Schwender. Die sind auf die Idee gekommen. Genau. Wir sind von Schwender und ja, die Frau da vorne hatte die Idee. Na gut, dann regnet bitte vorbei. Hofft, zum Glück regnet es heute nicht. Aber ihr wärt geschützt gewesen. Was gibt's hier zu trinken kurz vorm Umzug? Tee und Glühwein. Darf ich mal riechen? Moment, muss ich... Ja, ist das richtig. Das ist Glühwein, das ist Tee. Pfeffi? Ja. And Drive. Genau, und du musst ja den Handwagen fahren. Richtig, so ist es. Ihr kommt von weit her. Wir kommen direkt aus dem Harz, aus Schwender, vom Schwender Karnevalsclub 1967 e.V. Und da ist heute nichts los, oder? Da ist heute noch sozusagen Sendepause. Wir starten erst nächste Woche in unsere Session und haben uns gedacht, da der Uwe Gerstner ein Teil unseres Betreuerteams ist, vom Karneval macht Ferien, und ich das andere männliche Pendant dazu bin, wollte ich ihn gerne heute mal überraschen. Und deshalb sind wir hier in Nienburg zum Lichterumzug. Die Feuerwehr, kleine Werbung für die Rettungsgasse, dahinter auf dem Wagen. Nicht unwichtig, immer schön bilden, immer schön drauf aufpassen. Und jetzt wird es hier wieder ein bisschen teuflisch. Teuflisch wird es im Umzug weiterhin. Ich gehe hier nochmal rein. Mahlzeit, wer bist du denn? Du bist doch nicht Christian, du bist Neptun. Aquaman, ja. Neptun, Aquaman. Die Lehrzeiten sind vorbei. Neptun. Aber für Neptun hast du ein bisschen viel an. Ja, wieso? Na ja, ja, okay, ja. Ich lasse es gelten, er hat den Oberkörper frei. Ich mach hier weiter, wo kommt ihr her? Auch aus Nienburg? Seid ihr Karnevalsfans? Wir sind Fans, ja. Ja? Wart ihr schon zur Sitzung? Ja, ich bin Fan. Okay, warum? Warum machst du da nicht mit? Naja, weil wir hier den Umzug unterstützen. Es muss ja Leute geben, die feiern. Ja. Es muss ja auch welche geben, die feiern. Dann. Das ist schon genau. Dann feiert schön, genießt den Umzug. Ist so ein Nachtumzug was für euch? Findest du cool, oder? Ja, das ist geil. Und dann nachher schön Party noch, schön klingen und dann... Besser als Tagstimmung. Ja, ja. Nee, ja. Du, das ist ein Unterschied. Ich kann zu jeder Zeit feuern. Das ist einfach hier, die Leute, die machen alle was zusammen und dann ist einfach schön. Das ist ein super Schlusswort fast. Und hier wird auch gerade richtig gefeiert. Im Lichterumzug. Geile Mädels, geile Jungs da. Wir feiern heute die ganze Nacht. Zusammen, bis die Sonne wieder lacht. Und dann sind wir wieder Bumsfahrt. Ich muss jetzt noch mal gucken, wo genau die Grundschule war, aber ich hoffe, es ist genug Abstand dazwischen. Let's have fun, let's have love. Yes, take a love, let's have more.